Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Multimap 2019 mit mir, dem Kellerkind. Ja, bei der Tabakernte, bei der Karottenernte, beim Stroh einsammeln, grubbern, alles ist wieder am Start. Alles angeschmissen. Der Drescher, der wartet noch auf den Abfahrer, der wieder zu seinem Ausgangspunkt wollte. Ich weiß nicht warum, weil hier der mit dem Krampe, der ist ja auch sofort zum Drescher gefahren, stand schon auf dem Feld. Ja gut, hier lässt er immer zwei Reihen stehen, aber das hatten wir ja schon. Schauen wir mal weiter. Hier ist der Karottenabfahrer gerade beim Entladen gewesen. Du fährst zu deinem Ausgangspunkt. Dann ist ja gut. Feld 16 wird gerubbert. Ja, hier hatten wir in der letzten Folge Weizen angeliefert, damit die weiter produzieren können. Wasser, weiß nicht, ob wir da noch jetzt momentan Bedarf haben, 25.000 Liter, dürfte vielleicht auch so abgehen. Wo ist jetzt dein Abfahrer? Ja, das macht mir jetzt doch schon ein bisschen Sorgen. Du stehst da, das ist der Grubber. Das ist der Karotten, das... Ach, davor fährt er. Kann das sein? Entweder bist du der mit den Karotten. Ne, du bist der. Feld 8 ist der mit Karotten. Dann ist der vor uns. Der Abfahrer. Fährt er auch? Ja, fährt auch los. Der zu dem Drescher fährt. Schauen wir mal, ob wir da ein bisschen verfolgen können. Ja, da steht er nämlich schon vor dem ersten Baum. So, da ist er aber unterwegs. Da kommt gerade der Karottenfahrer. Fährt gerade vorbei. Gut. Der sollte sich aber auch gleich in Bewegung setzen. Wir können mal hier mal nochmal zu den Kühen schauen. Wie sieht es denn da aus mit der Sauberkeit? Und mit der allgemeinen Versorgung. Na, wie geht's euch? Alles gut? Mischration, gut. 42, das ist für 10 Tage. Also, die haben noch für gut 3 Tage Futter. Sauberkeit geht auch.
weiß gar nicht, was liegt da am Mist. Gülle ist auch ein bisschen was da. Also jeweils eine Ladung Mist können wir auch loswerden. Da können wir den anderen Stall auch gleich vorbeifahren. Nehmen wir das auch noch mit. So. Dann haben wir die wieder sauber. Hier haben wir ja das Förderband stehen. Geht mal an der Seite, jawohl. Bin auch sofort fertig. Dann habt ihr euren Stall wieder für euch. Ich will auch mal hier bei dem Fermenter hier vorbeischauen. Wie sieht der denn mittlerweile aus? .400.000 haben wir hier, aber der ist noch, hat noch 8.000, also 800.000, also mal sehen, wie der Silagepreis ist. Können wir vielleicht ein bisschen Silage verkaufen mit den LKWs? Steigt momentan Fruchthandel, Scheune. Ja, machen wir so. Da können wir noch ein bisschen warten. Du sammelst weiter Stroh, das sieht gut aus. Macht er auch zügig, 20 km/h. Und du bist jetzt auch endlich am Fahren. Ja, alles in. Alles am Arbeiten. Felder müssen wir kalken. Wir müssen auf jeden Fall pflügen. Feld 8 und Feld 17. Ja, kalken aber nicht. Ja, müssen wir abwarten, bis die soweit sind. Ja, du wirst dann, wenn du fertig bist, ansehen hier. Und dich könnten wir mal zum
Fermenter schicken. Fermenter 1, Eingang. Komm, Eingang. Dann stehst du wenigstens nicht rücklings zu den Kuhstellen. Wie sieht denn die Spritversorgung aus? Halb voll, das passt. Du hast noch mehr drin. Das ist auch okay. Du, ja, du wirst wahrscheinlich nicht hinkommen. Da stellt sich dann natürlich die Frage, würde ein zweiter Abfahrer helfen? Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt versuchsweise den noch da zum Abfahren, Feld 8. Und Erdfrüchtelager. Eingang. Der kann ja alles laden. Vielleicht bewirkt das, dass der Panther nicht so lange stehen bleibt. Weil er macht ja jetzt mit einmal hier den Anhänger voll. Sehr viel Betrieb hier auf diesem Feldweg. Der andere Abfahrer kommt auch. Der Drescher steht nämlich da schon. Du sollst auf Feld 8 hin. Den leer machen. Und dann schauen wir mal, wie sich die beiden Abfahrer zueinander verhalten. Also ich glaube, bei dieser Geschichte wird es nicht so viele Probleme machen, weil der Anhänger ja sofort voll wird. Die warten hier. Werden sofort abgerufen. Fahren hin. Ich hoffe, er ruft nur immer einen ab. Und er ruft immer den ersten ab. Dass, wenn die beiden nämlich mal da stehen, was passiert dann? Wenn er den zweiten abruft, in der Schlange, der kommt ja nicht vorbei. Du hättest ja auch andersrum um den Panther fahren können. Von der Frucht weg, da ist ja auch genügend Platz. Und wie ist das, ja, wo Probleme geben könnten, eben jetzt beim Rausfahren? Da können die beiden sich nur in der Quere stehen. Aber da er immer den kürzesten Weg nimmt, dürfte er hier vorne rausfahren, laufend, und nicht, wo er reinfährt. Das ist natürlich auch in dem Fall
vom Vorteil. So, du bist auf der Strecke, ja. Ja gut, du musst erstmal wieder dich auffüllen. Der Baum noch passt es. Oh, ganz knapp, ganz knapp. So, der sollte aber den Abfahrer rufen, bevor der andere Abfahrer wieder hier am Feld ist. Du weißt ja, wo du hin musst. Dank CP. Hinten macht er sauber und vorne lässt er was stehen. Oder bist du das gar nicht da? Der ist voll, der fährt weg. Ja, du wartest noch auf das Kommando vom Drescher. Der ist bei 73%. Hatte ich den eingestellt? War der optional oder 80%? Da haben wir jetzt. Aber scheint wohl nicht zu rufen oder hat er schon gerufen? Festgefahren. Ja, weil er hier eine halbe Reihe hat. Entlassen. Oder auch nicht. Ja, doch ein bisschen. Lässt das stehen. Oder ist mit Tabak? Ja, schauen wir mal. Der ist gerade nämlich am Abladen. Und der ist bei 94%. Aber er ruft nicht vorher den Abfahrer.
So, der Abfahrer kommt. Da passen ja auch nur 14.000 rein. Aber das würde ja schon lang, weil der andere Abfahrer ist ja schon auf dem Weg hierhin. Das haut er schon mal gar nicht hin. Aber er wahrscheinlich wieder. Nein. Das nicht. Ja. Das war doch klar. Okay. Kriegt ihr Bein das noch hin? Er fährt noch mal ran. Es hat er nicht viel geholfen. Falscher Abstand. Aber jetzt passt es. Ja, und wie gesagt, in der Zeit hätte es jetzt schneller geklappt, hätte der Panther vielleicht auch schon wieder voll sein können. Aber die Zeit sparen wir uns, also da ist er jetzt länger unterwegs. Hier läuft alles. Er hat schon wieder 80%. Und wenn das nicht mit den Schwierigkeiten gewesen wäre, dann wäre er auch schon ja, bei über 90. Aber wir wollen ja gucken, wie sich die verhalten und welche Probleme es geben sollte. Alle anderen Fahrzeuge sind ja unterwegs. Die fahren können. Du hast gerade Stroh angeliefert, das ist gut. Bei der Weizenernte. Bei mehr Traktoren haben wir auch nicht momentan im Einsatz. Wir können auch nirgendwo irgendeine Paletten abholen. Du bist auch noch eine ganze Zeit zugange. Oh, der hat ihn gerufen.
30 und voll. Und du bist da. Dann lädt sich der alles in Arbeit. Wo ist er? Da. Karotten. Ja, müsste eigentlich sich auch richtig entleeren. Du fährst trotzdem da raus. Ja, das ist gut, dass wir den Startpunkt quasi an der hintersten Ecke haben. Da kommen die sich nicht in die Quere. Der Panther 2, er hat auch wieder fast 60%. So, die Karotten werden gerade entladen. Hier beim Entgegenkommen dürfte es eigentlich auch keine Probleme geben. Wenn wir auf der Straße sind, schon mal umso weniger. Da kommt der andere Abfahrer. Jetzt kommt es zum Begegnungsverkehr. Aber das passt. Der andere dürfte ja hier erstmal entgegenkommen, der New Holland. Erstmal werden wir vom Auto aus gebremst. Ja, da kommt er dann. Wie gesagt, das. Diese Fahrzeuge halten ja unser Abfahrer auch auf. Der ist bei 80%. Dürfte gleich voll sein, wenn der Abfahrer hier ist. Dürfte dann auch wieder richtig rumstehen, dass der sofort ranfahren kann und er hier auch sofort weiterfahren kann. Und nicht sich erst wieder einfädeln muss. Na, aber noch ist er nicht in Sicht, also der wird wahrscheinlich schneller voll sein, als er hier ist. Da kommt er. Kommt zwar mit schnellen Schritten oder schnellen Reifen, aber das passt fast genau.
Der muss nämlich noch Rohr ausfahren. Und der dreht gerade die Kurve. So, und sollte dann sofort kommen, genau. Da hinten sehen wir auch, der andere Drescher wurde auch abgetankt, edelt sich jetzt wieder ein. Und hier werden eben mal 14.000 übernommen. So, liebe Freunde, das war's schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Multimap 2019 mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.